Die FH untersucht ja die Mensch-Roboter-Beziehungen. Und für uns als Zoo ist natürlich da auch nochmal interessant zu sehen und Denkprozesse anzuregen bei den Besuchern. Was löst das eigentlich aus? Was ist genau ein Tier? Was empfindet der Mensch, wenn er dann so ein vermeintliches Lebewesen sieht? Und wo ist eigentlich die Grenze zwischen Lebewesen, echtem Lebewesen und einem Roboter? Und wir nehmen hier schon wahr, dass die Menschen sehr neugierig sind, häufig auch begeistert sind, verwundert so ein Stück weit und sich genau aber eben auch diese Frage stellen, was soll denn jetzt ein Roboter im Zoo? Und ich hoffe, dass die Besucher ein wenig ins Nachdenken geraten, sich mal überlegen, was eigentlich ein Lebewesen ausmacht. Und wenn man hier so hinter uns schaut, sieht man auf jeden Fall, macht es neugierig und interessiert die Besucher. Wir haben lange überlegt, wo wir Yuki hinsetzen. Er sollte ein eigenes Gehege bekommen. Wir machen das ja auch so ein bisschen spielerisch, haben ja auch ein Artschild für ihn und haben lange in der Zoologie diskutiert, ob wir ihn nicht auch mit einem anderen Tier vergesellschaften können. Jetzt ist aber so ein Roboterhund, ähnelt doch eher einem Raubtier. Das heißt, wenn ich es in eine Anlage stelle mit potenziellen Beutetieren, dann haben die sehr wahrscheinlich Angst vor ihm, weil er ist schon eben imposant, fokussiert auch sehr, er bewegt sich auch recht starr. Also Tiere erkennen sehr schnell, das ist was Unheimliches. Und wenn ich ihn wiederum in ein Gehege stelle mit gleich starken Räubern, also Raubtieren, zum Beispiel Geparden, bin ich mir recht sicher, dass die den irgendwann angreifen werden. Und da ist dann Yuki doch ein bisschen, hat auch einen monetären Wert. Ich kann zwei Stimmen nicht, aber guck mal.